Ihr habt nichts für mich gewollt von dem Herrn von Goethe. Ich habe damals nur einen Bittbrief meines Bruders überreicht. Er hat mich angesehen. Und ich habe geknickst. Und bin rot geworden. Und habe gelacht. Weil ein armes Mädchen darf ja nicht stolz sein. Er hat mich eingeladen in sein Gartenhaus. Die Leute haben zuerst gedacht, ich putz und koche für ihn und weiter nichts. Aber das weiter nichts, das war die Hauptsache. Bin durch die Gärten gegangen, heimlich hintenrum. Das Wehr an der Ilm hat gerauscht. Niemand hat mich gehört. Er sollte nicht ins Gerede kommen und ich durfte auch nicht ins Gerede kommen. Aber die Weimarer, die haben drei Ohren und drei Augen. Drei Augen und drei Ohren. Drei Augen und drei Ohren. Und als sie es rausgekriegt hatten, dass ich bei ihm war, Tag und Nacht, da haben sie gesagt, ich sei ein Geschöpf aus der Gosse. Eine Hure. Eine Familie, seine Pöbelfamilie, mein Vater ein Trinker. Aber er, der meinige, er hat mir einen Schlüssel gegeben und gesagt, unser Häuschen. Und ich habe den Garten umgegraben, gehackt und gejätet und bin zur Ilm gegangen und habe Wasser geholt und habe die Blumen gegossen und bin und die Blumen sind gewachsen und haben geduftet. Und wenn er mal verreist war, mehrere Tage nach Jena oder so, und ich war allein im Häuschen, da habe ich mal nützlich gemacht. Und wenn er zurückgekommen ist, da war ich nicht verdrießlich und habe nicht gesagt, woher und wohin und wieso. Und dann hatten wir unser Hätschelstündchen. Darauf war er genauso erdicht wie ich. Die Frau Rath in Frankfurt, die hat ihn ihren Hätschelhans genannt. Den Hätscheln, das mochte er genauso gern wie ich. Er hat mich auch gelobt, ohne meinen Namen zu nennen. Hat gesagt, er hätte so ein gutes Häuschen und gut zu essen und zu trinken und dergleichen. Und die Weimarer, die wussten, was mit dergleichen gemeint war und haben getratscht und gekeift. Und ich hab mir nicht auf die Straße getraut. Aber er hat es eine Gewissensehe genannt, nur ohne Zeremonie. Hat ja nicht viele gute Ehen zu sehen bekommen. In Weimar nicht und in Jena auch nicht. Keine, die ihm Lust gemacht hätte. Es war alles standesgemäß und reputierlich. Aber ohne Lust und Lachen. Hat mir vorgelesen, wenn er was geschrieben hat. Nicht nur Ihnen, Madame. Und manchmal tut das noch heute. Und Ich hab zugehört und hab genickt und hab gelacht und hab losgeheult, wenn's traurig war. Und wenn's langweilig war, da bin ich eingeschlafen. Ich war wie's Publikum. Und Sie waren seine Kritikerin. Sie waren seine Kritikerin. Und Sie waren seine Kritikerin. Zu Hause, da will einer nicht kritisiert sein. Da will er geliebt und verehrt und gehätschelt werden. Geendet hat es dann meist in unserem Schlampampstündchen. Sie wissen nicht, was das ist? Hat es das mit dem Herrn Oberstallmeister nicht gegeben? Ich sag's Ihnen nicht. Jetzt brauchen Sie es auch nicht mehr zu wissen. Ich feiere gern Feste und bin gern dabei, wenn es wo lustig hergeht, wie bei den Schauspielern. Sollen die Weimarer doch reden. Bei ihnen hätte er nicht seinen Prophetenmantel anziehen dürfen und seine weichen Schlappen.
Sie wollten einen Hofrichter aus ihm machen. Mit Jabot und Perücke und gestickten Westgens und so. Ich kann den Hexameter genauso gut wie Sie. Nur, dass es mir auf den nackten Rücken geklopft hat und aufs Hinterteil. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Skandieren nennt man das. Und mein Hinterteil nennt er Kallipikos. Als er in Neapel war, da hat er die Statue der Venus von Kallipikos gesehen. Die mit dem schönen Hinterteil. Nach ihrer Zeit, Madame. Wie hätte er denn sonst von Ihnen loskommen sollen? Er musste doch fliehen. Bis über die Alpen. Hat Ihnen keiner heimlich seine römischen Elegien zugesteckt? Oder hätte das seine Seelenfreundin etwa besudelt? Warum haben Sie ihm seine römischen Mädchen nicht gelassen? Ich lasse ihm auch seine Mienchens. Ich nenne sie alle Mienchens. Ob sie nun Lilly oder Faustina oder Charlotte heißen. Er lässt mich tanzen und ich lasse ihm die Mienchens. Wenn er nur jemanden hat, auf den er seinen Vers machen kann. Mir eingeladen in sein Gartenhaus. Die Leute haben zuerst gedacht, ich putze und koche für ihn und nichts weiter. Aber das nichts weiter, das war die Hauptsache. Koch für ihn und nichts weiter. Aber das nichts weiter. Sie waren seine Kritikerin. Ich sag's Ihnen nicht.